damit ein freundliches Grüß Gott von eurem Andi. Mal wieder, schnell zu Blackwells Villa! Natalia ist dort! Ja, sonst tut sie noch jemandem weh. Und wir müssen herausfinden, was Blackwell vorhat. Woran haben Sie denn für ihn geforscht? An einem Phasenpolaritätsausschlussfeld. Ah ja. Ich verstehe natürlich, was das ist. Aber wie würden Sie es zum Beispiel einem kleinen Kind erklären? Stell dir vor, du hast ein paar subatomare Partikel. Einem noch etwas kleineren Kind? Es ist so eine Art magische Blase, die nichts durchlässt. Wow. Was könnte er damit vorhaben? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er einen Rachefeldzug gegen Lego City führt. Dann sage ich besser den Kollegen Bescheid. Ja, und damit hallo zurück. Ja, ich bin in die Basis eingedrungen. Sie war in Mount Cashmore. Stell dir das mal vor. Forrest Blackwell ist ein fieses Superhirn und steckt hinter dem Ganzen. Forrest Blackwell? Aber er ist doch ein Guter. Er war gerade im Fernsehen. Hat seine weiße Katze gestreichelt. Oh, er ist ein Bösewicht. Was? Warum war er im Fernsehen? Er hält heute Nachmittag vor dem Blackwell-Turm eine Pressekonferenz ab. Anscheinend hat er Neuigkeiten, die Lego City für immer verändern werden. Da werden sicher alle hingehen. Wir müssen ihn aufhalten. Sag dem Chief Bescheid. Mach ich, aber hast du denn Beweise, die ich ihm vorlegen kann? Oder Donuts? Nein, aber ich besorge welche. Oh, gut. Ich hätte gerne einen mit Apfelgeschmack. Beweise, meine ich. Ich werde Beweise besorgen. Also, ich fahre auf jeden Fall erstmal zum Blackwell-Turm. Ist ja eh fast die ganze Abteilung wegen der Pressekonferenz da. Und ich werde versuchen, den Chief zu überzeugen. Ruf mich sofort an, wenn du was Handfestes hast. Danke. Pass auf dich auf. Wir sind dicht dran. Blackwell hat einen privaten Hubschrauberlandeplatz. Jetzt lasst mich doch mal ausreden, ihr Arschlöcher, oder? Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Geschwafel, oder? Oder? Oder darf ich endlich mal was sagen? Ich darf was sagen, oder? Ja, ich darf was sagen. Hurra! Ja, und damit jetzt nochmal endgültig. Hallo, liebe Leute. Wieder zurück zu Lego City Undercover. Ja, ich durfte jetzt schön mit dem UFO eine Runde fliegen. Ich hatte nämlich genau an der Stelle jetzt mal aufgehört. Ja. Und jetzt, stimmt, wir sind an der Villa. Was machen wir hier nochmal genau an der Villa? Oh je, ich bin heute ein bisschen verpeilt. Wenigstens wieder einigermaßen auf dem Dampfer, aber verpeilt. So, so. Gleich mal das Jetpack nutzen. Auf jeden Fall wird etwas Weltbewegendes passieren. Was wird Forrest Blackwell ankündigen? Wird er die Menschheit vernichten? Wird er sich einen noch größeren Donut erschaffen, als ihn der Chief essen kann? Oder... Wow. Wow. Hallo, liebe Leute. Das ist ja... Oh, jetzt habe ich nicht mehr aufgepasst. Lasst ihr mich gefälligst in Ruhe? Ich bin ja nur hier noch am Reagieren. Und die stöhnen nur vor sich hin. Naja. Ah, jetzt sind sie platt. Gut, gut, gut. Hat sie noch irgendwas Besonderes? Vielleicht ein Superstein oder irgendwas in der Art? Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Vermutung richtig. Kann ich das Tor hier aufmachen? Scheinbar nicht. Gut, dann geht's halt wieder hoch. Ja, ich glaube, man merkt es langsam. So allmählich nähern wir uns dem Ende der Geschichte. Denn wir haben jetzt den fiesen Übeltäter ertappt. Onu? Kriegen Sie das auf? Oh. Das hätte ich auch hingekriegt. Blackwells Villa ist riesig. Wir sollten uns aufteilen. Ja, viel Glück, Chase. Okay.
Spezialauftrag, Heimkehr mit Turbulenzen. Jetzt sehen wir auch ein bisschen, woher Natalia da ihre Art hat. Der Professor geht ja auch ziemlich vorschranken, habe ich das Gefühl. Aber gut. Ach, die Ladesequenz geht ziemlich schnell. Jetzt brechen wir schon wieder in Forest Blackwells Villa ein, nur diesmal nicht von unten, sondern von oben. Gibt bestimmt auch wieder genügend von den Leuten, von den Man in Black. Ach, ich hab grad gar nicht geblickt, ich hab gedacht, der muss noch laden hier. Tü. Das sind die Leutchen auch schon. Da hinten. Garagentor? Hier kann ich was aufheben. Hoffentlich bedeutet die vielen Sicherheitsleute, dass Natalia in der Nähe ist. Stimmt, Natalia haben wir auch noch nicht gerettet. Aber wozu sind wir Held? So. So, auch platt. Das? Soll das die Spiegelung von der Landschaft hinter mir sein, oder? Warum sieht es so komisch aus? So geht's. So. Dachte gerade schon, ich kann nicht mal schießen. Ich denke mal, so geht's dann in die Villa. Das gucke ich mir später. Eine silberne Statue und ein riesiges B. Subtil und stilvoll, Mr. Blackwell. Ich sehe schon. Irgendwoher müssen wir... Als ob Frank die Kabel gelegt hätte. Oh. Irgendwoher müssen wir es dann mitkriegen. Und irgendwie müsste hier einen Elektrikkasten geben. Ein Spielplatz. Das ist echt seltsam. Noch seltsamer, dass ich auf die Rutsche da will. Die Rutsche? Gut, dann gehe ich auf die Rutsche. Aber da ist nichts. Aber ich kann sie auch klein hauen. Was hat's gebracht? Nicht. Aber schaukeln. Schaukeln wir mal eine Runde. Lalalala. Und wuppala. Aber bringt tut scheinbar nichts. Kaputt machen kann man es auch nicht. Ja, toll, ich hatte Widmen und alles jetzt, ja. Aber es ist alles. Alles, was man auch. Auf dem Spielplatz hat vor dem Polizeigebäude. Ich meine jetzt nicht, dass es hier irgendwas Spezielles ist. Hier kann man gießen. So, wie viel habe ich denn da jetzt schon? Ach nee, das ist für die Mission hier jetzt extra, okay. Ich dachte schon, das wäre eins von den 13, 17, wie viel auch immer ich nehmen muss. Hier geht's rein. Denn da hat es auch ein Safe. Safe kommt immer gut. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, was kommt denn da Schönes raus? Es ist ein, ich kann es nicht erkennen. Sondern deine Hand. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel, den ich wo gebrauchen kann. Wahrscheinlich im Eingang. Haustürschlüssel? Nee. Wofür brauche ich den Schlüssel? Hier lasse ich den nicht hier? Nee. Merkwürdig. Für irgendwas brauche ich den noch. Weiß noch was. Für was? Das ist ja auch gut. Das ist auch irgendwas Besonderes. Ich würde mal sagen, dann gehen wir nochmal unterirdisch. Weil hierfür kann ich den Schlüssel auch nicht benutzen, oder? Nee. So was. Dann schauen wir doch mal, dass wir uns in die Kanalisation bewegen hier. Tata, oder auch nicht, was ist das? Dallahan.
Da geht's nicht runter. Was soll denn der Mist? Toll. Deutet jetzt für mich im Endeffekt, dass ich hier, was so? Brücke kann, auf die Treppe kann ich ja nicht. Bedeutet, hier hinten muss es irgendwo noch was haben. Machen wir alles kaputt. Muss doch noch irgendwo was haben. Irgendwas, das ist jetzt da in der Ecke. Komm, da gucken wir auch mal hin. Was klaut? Das? Kann ich nicht. Hab mir noch kein Bier gezahlt. Kann ich deine Schlüssel benutzen? Ja, sage mal. Sag mir nicht, dass die Rätsel dann doch noch zum Ende eine Riesenherausforderung werden. Jetzt machen wir einfach mal alle Geräte. Könnt ihr auch was bringen? Ja, wip, wip, wip. Und Teile einsammeln. Und hier, dreh, dreh, dreh wahrscheinlich. Hallo. Oder so. Toll. Ja, Freude. Ich hab Spaß auf dem Spielplatz. So, jetzt machen wir noch Basketball. So. Ich treffe natürlich nicht. So. Und so. Ach komm! Zielwasser, wo bist du? So, zweite. Und. Das gibt's ja nicht. Komm. Verkackt? Wie verkackt? Das gibt's doch nicht. Kann ich ja kein Basketball mehr spielen. So, die zweite, genau, und jetzt noch der dritte. Genau. So. Toll. Gebracht hat's jetzt im Endeffekt dann leider auch nichts. Weil ich bin immer noch kein Schrittchen weiter. Kann ich die Lampe, kann ich hier die Fackel runterwerfen? Nee. Wofür ist der Schlüssel gut? Wie komme ich die Treppen hoch? Wo kriege ich Dynamit her? Habe ich nicht vielleicht sogar noch Dynamit? Nee. Ja. Immer an die neuen Fähigkeiten denken. Ta 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 ta. Jetzt müsste eine Wasserfontäne kommen, oder? Nee, was? Was? Dynamit buddelt? Ah, schon pfeift mir rum ein Schwein. Was machen Sie, wenn Sie mal nicht in Ihr Haus kommen? Ganz einfach, verbuddeln Sie keinen Ersatzschlüssel im Boden, sondern lieber etwas Dynamit. Ist doch easy. Und damit kann man dann die tolle Statue vor dem Schlüsselloch wegsprengen. Oh, herrlich. Auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Gut, und wofür ist jetzt denn die Kiste? Die Kiste? Wahrscheinlich kann ich jetzt irgendwas bauen, um hier den Stromkreis zu unterbrechen. Ein... Oh! Oh! Ein Wagen, der explodieren kann. Schön. Und dann muss ich natürlich ewig weit... genau vor das Tor schießen. Das war jetzt aber nicht unbedingt schwer, beziehungsweise hätte man doch auch einfach nur irgendwie was vorstellen können und... Ach, egal. Ja, jetzt nicht wohl... Warum ist das denn eine Kiste? Ne, die habe ich schon kaputt gemacht. Na, wenn dann machen wir alles kaputt. Okay. Wo ist mein Elektriker, beziehungsweise Bauarbeiter? So, Strom weg. Und die Treppe ist freigelegt.
genau, ist doch easy. Kann man in den Pool gehen zum Schwimmen. Endlich. Mit dem bisschen Restbrumm in mir dürfte es sehr elektrisierend sein. Oh, da kommen ja noch welche. Könnt ihr eigentlich schwimmen? So, das ist platt. Also ins Wasser trauen sie sich schon mal nicht. Kann ich das hier ins Wasser befördern? Ne. Mach's nur kaputt. So. Gegend wollen wir auch ein bisschen umfunktionieren. Na, na, na. So, und ins Wasser mit dir, oder? Oder? Schade. Ich will gleich mal ins Wasser werfen. Oh. Komm, 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 komm. Ich werf dich jetzt hinüber. Komm. Na komm. Oh, ups. Ups. Ja, ist ruhig. Ach, nehme ich dich halt so. Zack. Zack. Tot. Ach, Klappe zu, Affe tot. Oder irgendwie so. Ich nehme mal lieber ein anderes Kostüm dafür, die ganze Kaputtauerei. Was ist denn sonst noch? Scheinbar nichts Besonderes. Irgendwie muss ich jetzt das Wasser hier aus dem Pool kriegen. Habe ich die Vermutung. Und dann muss ich irgendwas finden. Aha. Farbe wechseln können? Okay. Und irgendwas da hinten kriege ich bestimmt auch noch. Okay, da komme ich wohl nicht hoch. Hier habe ich mich noch gar nicht richtig. Scheiße, doch umgeguckt. Wollte gerade da hinten hinspringen, aber dafür bräuchte ich vielleicht mein Jetpack. So. So und. Was? Das ist nicht ausgefahren. Drecksäge. Das sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Mensch, das gemeine Entwickler. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Man möge Chase den Weg zeigen. Da komme ich rüber, okay. Aber viel bringen tut mir es scheinbar nicht. Irgendwas kaputt hauen. Oder hier. Ah, das haben sie gut versteckt hier jetzt gerade. Ich meine, zum Ende hin soll es ja auch schwerer. Ah, da. Bur, weiß mir den Weg. Unter einem Kaktus, da liegt es verborgen. Nämlich ein Rad drehen. Zum hier wahrscheinlich das Wasser abdrehen. Genau. Na, ich muss auch gedrückt halten. Durchsuche Blackwells Villa nach Hinweisen. Sehe ich gerade auf dem Pad. Das machen wir also hier nochmal genau. Stimmt, wir müssen ja rausfinden, was sein übler Plan ist.